Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Murder with Soul Suspect. Ja, wie ihr seht, habe ich schon mal ein bisschen weitergemacht offscreen. Wir sind jetzt hier in dieser psychiatrischen Anstalt gelandet, wo wir auch hin sollten. Also habt ihr nichts groß verpasst, außer dem Weg hierhin. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Ah, da ist hier noch was. So, was haben wir denn hier? Mal reingehen. Ja, wie gesagt, ich habe wirklich nichts verpasst außer dem Weg hierhin. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Wahnvorstellung des Mörders. Ups. Joyce Mutter glaubt, dass die Wahnvorstellungen des Mörders weit über die der meisten Leute mit klinisch diagnostizierten Problemen hinaus. Was? Hinausgehen. Okay. Was würde die Rezeptionistin. Was würde die Rezeptionistin veranlassen, Joy zu helfen? Okay. Ein Geschenk, Genesung, aber für wen? Ein Geschenk für jemanden, der krank oder verletzt ist? Junge auf Krücken? Ein Junge auf Krücken, die Rezeptionistin muss ihm nahestehen. Haben wir noch? Ah, da. Ja, ein süßes Kätzchen. Kann ich behaupten, dass ich davon inspiriert werde? Okay. Was haben wir hier? Besuchszeiten stark eingeschränkt. Mal den Besitzer greifen. Und beeinflussen. Was würde sie veranlassen, Joy zu helfen? Ich glaube hier den Jungen, oder? Kleiner, ich hasse es hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke. Jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach das. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Ach so, okay. Besitzer greifen wieder. Und spät natürlich. Wo wird Iris festgehalten? Ja, Zimmer 216, ne? Hochsicherheitstrakt sogar. Sie ist in Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. Okay, alles klar. War hier noch irgendwas? Was sei denn da? Oh, noch 19 Mal aufdecken der Geschichte, alles klar. Dr. Rice Patientenakten. Ah, ist auch egal eigentlich. Machen wir mal weiter, so. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. Dämonen in der Nähe? Nee, ne? Nö. Alles klar.
habe ich hier? Also da rein geht's nicht, dahin will ich nicht. Also hier geht's weiter. Was habe ich hier? Kamera, da vorne. Ja, ich kümmere mich ja schon drum. Wo ist die Kamera? Wo ist die Cam? Wo ist die Cam? Wo ist die Cam? Ach da. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh Scheiße. Oh Scheiße, trifft es. Los, gehen wir. Unterstützung im Krankenhaus? Wer bist du denn? Okay, irgendwie ist das witzlos. Noch eine Kamera, mach schon. Ach da. So, haben wir auch erledigt. Kann ich hier rein? Perfekt. Aber es hilft mir gar nichts. Siehst du die Kamera? Ja. Oh, du bist unsichtbar, ich nicht. Hilf mir. Ja, bleib doch mal locker. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich noch ein bisschen umsehen. Elektroschock. Folterbett, oh guter Gott, okay, alles klar. Nein? So. Was haben wir hier? Was man über Mrs. Quinn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe nicht so ganz, was das mit... Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut, ist ein Auslöser für sie. Mir ist klar, dass der Umgang mit solchen Patienten frustrierend sein kann. Besonders, wenn sie Medikamente nehmen und weniger ansprechbar sind. Aber sie müssen vorsichtig sein. Aber sie wird total, ich weiß auch nicht, verrückt. Ja, sehen Sie sich um. Mein Werk soll bald beginnen. Welches Werk? So, du musst jetzt hier weg. Ja, mit dem Fernseher, glaube ich. Ja, der Fernseher geht nicht, das war echt ärgerlich. Ja, kommst du jetzt raus? Beweg dich! 1, 2, 3, 4. Was haben wir hier? Infos zu meinem Mörder. So. Das ist jetzt alles relativ recht easy. Außer das jetzt natürlich. Du bist dran, Kleine. Ich muss Besitz von dir ergreifen, um da vorbeizukommen. Nein, oh, ich hasse das. Oder du kannst einfach weitergehen. Allein, auf dich gestellt. Oh, na gut. Weißt du, was diese Hände sind? Verlorene Seelen, vermute ich. Sieht nach dem Gegenteil von Weiterziehen aus. Zumindest nach dem Gegenteil von dem, was du versuchst. Ja, noch 7 Stück brauche ich davon. Nein. Was jetzt? Okay, geh weiter. Geh zu Iris Zimmer. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Joy, wir haben keine Wahl. Wir treffen uns dort, sobald ich weiß, wie ich hier vorbeikomme. Los! Los! So, das Ziel ist erfüllt, sehr gut. Was haben wir denn hier? Anatomiestunde, alles klar. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Versiegelt? Kann ich einfach hier durch? Jawohl. Mann, in der Kiste noch 6 Stücke, haben wir's. Okay,
Okay, kein Dämon in der Nähe. Das finde ich gut. Kann mir das gerne so bleiben. Oh, nein, nein, nein! Oh, ich habe nicht aufgepasst, ich Idiot. Oh Mann, wieso hab ich das denn jetzt nicht kommen sehen? So, jetzt mal hier, warte mal. Jetzt mal ganz ruhig bleiben. Wo können wir hier lang, wo können wir hier nicht lang? Da war ich doch relativ safe, oder nicht? Nehmen wir mal den Weg. Wir können nur nach unten, wa? Was haben wir denn hier? Hier haben wir gar nichts. Oh ja, ich komme gleich zu dir, Kätzchen. Hier ist auch nichts. Okay. Noch 5 Stück. Ja, komm. Okay, Kätzchen, wie geht's denn jetzt weiter? Sag mal an. Weil hier geht's ja irgendwie nicht weiter. Wie geht's denn jetzt hier weiter, mal ganz ohne Witz? Warte mal. Geh mal hier runter, dahin. Und dann, und dann, und dann. Ist hier alles schwarz und ich kann gar nicht mehr weiter. Ach, da kann ich weiter, alles klar. Das ist ja jetzt erst. Nach links? Nein. Also lauf, Puss. Hier lang würde ich sagen, ne? Klingt nicht gut. Wenn ich eine Katze bin, kann ich mich dann aufspüren. So, lass mal jetzt hier runter. Ah, ich komme so gar nicht weiter, oder? Ah, verdammt. Okay, das hilft mir alles nichts. Nein, nein. Hier. So, ich muss dich mal verlassen, Kätzchen. Ja, Leute, ich mache mal hier ein kleines Folgenbreak, weil jetzt die Dämonen kommen. Und das mache ich erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen.